Ich hab mir gedacht, ich mach gleich noch mehr, weil anscheinend jemand das gemocht hat, mache ich es jetzt nochmal. So ist es halt dazu gekommen. Jetzt mache ich aber was anderes. Diesmal stelle ich vor, wie ihr den OP-sten Charakter erstellen könnt in diesem Spiel. Also wie ihr OP sein könnt in diesem Spiel. Da gibt es natürlich viele Varianten und Möglichkeiten, aber das ist jetzt die Alternativmöglichkeit. Wenn ihr viel kämpfen wollt und so weiter. Dies Ganze auf der Klasse Mittelländer bebaut. Weil diese recht wenig GP-Punkte kostet und diese benötigen wir für den OP Charakter, den wir machen wollen. Deswegen gehen wir mal auch weiter. So, jetzt können wir hier auswählen, ja. Hier dran dürfen wir nichts ändern. Außer mit Angabe des, wenn der Game Master die Erlaubnis dazu erteilt. Deswegen belassen wir es einfach mal bei dem Regelwerk. Also was man hier dann noch auswählen kann, nach dem Regelwerk alles passend, stimmig. Also, so, jetzt wählen wir das Geschlecht. Die Geschlechter machen was aus in diesem, also in diesem System. Zum Beispiel, dass das weibliche Geschlecht zum Beispiel meistens den Wert Kochen ziemlich intensiv kann, sagen wir mal. Während der männliche halt eher kampfmäßig besser dran ist. Aber so ist halt die Regelung in DSA. So, dann fangen wir mal an. Jetzt können wir hier die Rasse auswählen. Ja, haben wir eine recht große Auswahl eigentlich. Aber diese interessieren uns alle nicht. Uns interessiert nur der Mittelländer. Der Mittelländer, sicherlich bekannt. Wir fangen mal an. Der hat 0 Punkte, das kostet der. Also ist er eigentlich die beste Wahl. Wenn man jetzt nicht besonders jetzt irgendwas sofort von Anfang an können möchte, wie Magie und so weiter. Aber das kann man alles später auch dann noch auswählen. Dann gehen wir mal auf weiter. Jetzt sind wir bei der Kultur, jetzt auch wieder günstig gehen. Was können wir nehmen? Etwas günstiges, was wenig kostet. Was nehmen wir da? Vielleicht irgendwie Flüchtling oder aus einer Stadt. Da kostet, gibt sogar Punkte zurück. Das ist schon mal vorteilhaft. Das benötigen wir eigentlich. Aber wir gehen mal mit Stadt, weil sonst ist das zu viel. So. Dann haben wir jetzt hier wieder die Berufsauswahl. Hier haben wir natürlich tausende Berufe. Danach könnt ihr je nachdem wählen, was ihr halt möchtet, ne? Was euer Ziel ist, was in eurem Interesse liegt. Sagen wir jetzt mal hier, wir machen jetzt zum Beispiel. Was machen wir denn? Vielleicht nehmen wir einfach mal den Magier. So, nehmen wir etwas, was ja davon sozusagen am günstigsten ist. Muss natürlich nicht immer daran das günstigste sein. Der Beruf ist wichtig, denn der entscheidet über viele Werte im Spiel dann. Deswegen nehmen wir da einfach mal den hier. Einfach so. Wir können es machen. So, jetzt haben wir hier unten übrigens zwei Sachen. Breit gefächerte Bildung und Veteran. Die breit gefächerte Bildung ist, Klammer auf, wenn man diese aktiviert, hat man noch eine weitere Profession. Bloß, dies hat Nachteile, weil keine der beiden Professionen dann ziemlich gut ist. Also man bekommt Nachteile. Dann haben wir den Veteran. Den darf man sich nur geben, mit Erlaubnis des Game Masters. Der Veteran hat verschiedenste Vorteile, muss man sagen. Wie zum Beispiel in der Richtung hin, dass man halt als Veteran mehr, bessere Werte hat im Allgemeinen. Aber man hat einen großen Nachteil, nämlich man ist ziemlich alt. Das Alter macht in diesem Spiel auch ziemlich was aus, in dem Sinne dann von Ausdauer und so weiter. Die Ausdauer wird halt dann benötigt im Kampfsystem dann später. Oder halt in anderen Systemen, je nachdem, was man halt wählt, ne? Was halt das Vorhaben ist. Aber das nagt sehr stark an der Ausdauer, deswegen ist es nicht empfehlenswert. Es ist zwar natürlich möglich, kann man machen. Aber es ist nicht zu empfehlen, auch nur mit Erlaubnis des Game Masters. Man muss damit rechnen, dass der eigene Charakter dann halt über 50 ist. Oder was ähnliches. So, dann gehen wir nun weiter. Und jetzt haben wir das Aussehen. Jetzt, Name auswürfeln geht leider gerade nicht. Wegen, ja, der Kultur. Jetzt machen wir einfach mal irgendetwas anderes. Wir geben einfach mal was ein. Einfach mal Test. Testmann. So, mit Doppel-N natürlich, warum auch immer. Fragt mich nicht. Das ist jetzt einfach ein Testcharakter, so. Jetzt haben wir hier die Größe.
Kann man jetzt hier auswürfeln, geht nur alles mit einmal würfeln, auswürfeln und entscheiden. Das heißt, wir müssen uns genau entscheiden, was wir jetzt möchten und was nicht. Wir sagen erstmal, ja, das passt jetzt so mit den Maßen und allen und mit dem Gewicht und der Farbe und allen. Das möchte ich so. Bin ich damit einverstanden? Gehen wir auf weiter. So, jetzt können wir auswählen hier unsere Sonderfertigkeiten. Das ist jetzt ein Rechtssystem, das ist immer anders bei jedem. Da kann man halt jetzt Kulturkunden auswählen. Ist eigentlich relativ noch irrelevant. So, jetzt ist richtig wichtig hier Muttersprache. Ist immer wichtig, Garreti ist immer die wichtigste Sprache in diesem Spiel. Es ist nämlich die Weltsprache. Garreti ist die Sprache der Mittelländer und daher auch mehr oder weniger auch die größte, mächtigste und beste Sprache, weil die jeder möglichst sprechen könnte. Nicht jeder, aber ist am besten und wichtig. Deswegen gehen wir mal weiter. Jetzt aber ein Punkt, jetzt können wir zum Beispiel sagen, ja, wir machen jetzt Fahrzeug lenken oder Boote fahren, je nachdem. Jetzt wieder Punkte verteilen, wählen wir mal eine neue Sprache aus und so weiter. Hier kommt halt dann die Verteilung, müsst ihr ganz genau nach dem gehen, was ihr halt möchtet. So, jetzt haben wir hier einen Punkt, das geht jetzt nicht, weil wir haben zum Beispiel jetzt Magier gewählt. So, was können wir machen? Wir haben nicht genügend GP-Punkte, wir haben ein Problem. Jetzt können wir halt Nachteile auswählen dafür. Es wird halt, woher das kommt, hier die akademische Ausbildung hat halt auch nur den Vorteil Verpflichtung und, also, den Vorteil, nicht Verpflichtung, sondern Vollzauberer, was ein ziemlich besonderer Vorteil ist. So, was machen wir da jetzt? Wir können jetzt zum Beispiel Nachteile wählen. Eigentlich am besten ist es, einen Job zu wählen, der ziemlich geringfügig steht von den GP-Punkten, was wir gleich nochmal machen werden, das werde ich dann gleich noch machen. Und jetzt packen wir da irgendwas rein, was wir halt jetzt meinen, das wird uns nicht groß stören. Und da passt das. Zum Beispiel jetzt einen fehlenden Arm. Ja gut, das muss man dann unter Meistergenehmigung, da muss der Meister halt immer einstimmen bei manchen Sachen. Wir schmeißen jetzt irgendwas rein, wird schon passen. Und jetzt gehen wir weiter zu den Eigenschaften zurück. Nämlich, jetzt können wir hier was Schönes machen. Wir sehen hier die Werte. Tja, was machen denn diese Werte, fragt man sich, ne? Wir haben jetzt hier den Attack- und PA-Wert. Also der AT und der PA-Wert, der ist jetzt relativ scheiße, sagen wir mal. Unser Initiative-Wert ist 9. Es geht, eigentlich. Geht. Aber gehen tut das hier nicht. Der AT und PA-Wert. Den wollen wir natürlich nicht so low, weil wir wollen ja jetzt zum Beispiel auf Kampf gehen. Da können wir jetzt hier, wenn wir jetzt diese Werte verbessern und eine allgemeine Steigerung erreichen, also so, dass allgemein eine neue Basis kommt. Gut, jetzt haben wir die Grenze überschritten von Eigenschaften. Deswegen mache ich jetzt mal kurz hier noch ein paar Abzüge. So. Und dann sehen wir jetzt hier schon, was ist passiert, ja? Hätten wir jetzt vorhin natürlich jetzt nicht diese Sache reingepackt mit Magie, weiß ich gleich nochmal demonstrieren werde, wie das oben dann ist. Kann man halt hier dran, sieht man. Der AT und der PA-Wert sind gestiegen, der Durchschnitt. Sind jetzt nicht mehr 6 und 5, sondern sind jetzt 7. 7, was sogar ziemlich viele Vorteile hat. Was hat das jetzt für Vorteile? Genau, ja. Gut, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Talent Fernkampf jetzt wählt und dieses pusht, habt ihr da jetzt den besonderen Vorteil. Ihr könnt jetzt mit der Werten halt besser umgehen. Das heißt, automatisch mit euren Punkten bringt euch mehr. Ihr habt bessere Werte. Das heißt, ihr könnt besser dann agieren. Der Grundwert ist das dann also von AT und PA, von Angriff und Verteidigung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt die Talentpunkte, die wir uns jetzt ja unten gleich verteilen, da draufpacken, haben wir einen besseren Vorteil daran, als wenn wir jetzt da nur 6 und 5 stehen hätten. Das bringt uns natürlich mehr. So, jetzt gehen wir weiter zu den Sonderfertigkeiten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das vorgegeben, jetzt, das ist jetzt der Magier, deswegen kostet halt sehr viele Punkte. Hat auch verdammt viele Vorteile, aber ist nicht immer zu empfehlen. Das ist jetzt einfach nur als Testcharakter. Dann gehen wir zu den Talenten. Talente jetzt allbekannt. Wir gehen mal kurz hier nochmal zurück. Wir können jetzt nämlich hier wenigstens noch was abziehen und können jetzt sagen, ja, das war nichts. Wollen wir doch nicht diese Sachen. So, dann gehen wir jetzt zu den Talenten. Hier haben wir jetzt die ganzen verschiedenen Talente, Magiekunde und so weiter. Aber wir wollen ja jetzt auf Kampf gehen. Und jetzt haben wir hier unsere Kampfwerte. Ist alles recht schlecht. Ist jetzt, wenn wir Mittelländer normal nehmen. Oder halt, und eine Kampfklasse wählen jetzt, die nicht so viele Punkte in die Kosten wie der Magier, haben wir da natürlich schon bessere Werte. Jetzt können wir sagen, ja, wir packen jetzt den Wert durch hier hoch.
setzt einen ziemlich hohen Wert, dann haben wir 10 Punkte, müsst ihr euch vorstellen, 10 Punkte, die wir jetzt verteilen können auf unseren Wert hier. Das heißt, wir haben dann 10 Punkte, das heißt, wir können 5-5 setzen jetzt auf AT und PA. Das ist wirklich ein enormer Unterschied. Wenn man mal bedenkt, wenn wir davor hatten, dass 6-5 wäre. Mit 6-5, was machst du mit 10 Punkten? Das wird nichts. Hast du 11 und 10, jetzt haben wir zum Beispiel jetzt, haben wir ja dann 12-12, das ist um einiges vorteilhafter. Wenn man das halt jetzt ausgeglichen verteilt. Das ist um einiges besser. Deswegen, darauf achten auf die GP-Punkte. So, jetzt haben wir zum Beispiel noch sonst welche Werte. Das können wir jetzt je nachdem verteilen. Das ist jetzt eigentlich recht irrelevant für mich. Ich verteile jetzt einfach irgendwo und platziere jetzt irgendwas. Mit dem Ziel einfach nur die Punkte vorzubekommen. Gut, jetzt haben wir es erreicht. So, damit wir auch schön die Grenze erreichen. Machen wir jetzt nochmal die 2 Punkte irgendwo rein. Finde ich nichts. Außer hier noch. Wurfmesser nehmen wir. So, jetzt sind wir bei den Zauber. Das ist dann recht irrelevant. Hier gibt es Millionen Zaubersprüche gefühlt. Also so in der Art. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel schon was vorgegeben. Was jetzt ziemlich OP ist als Magier. Weil wir haben als Magier sofort natürlich schon Magie. Und da seht ihr schon, wie viel wir da schon haben. Das müssen wir natürlich dann alles selbst eintragen. Dann auf der Seite. So, das reicht uns dann jetzt. Machen wir weiter. Hier sehen wir jetzt nochmal kurz alle Angaben, alles was wir verbessert haben und so weiter. Auch in der Reihenfolge, wie die Kosten waren, alles mögliche. Sehr detailliert. So, jetzt stellen wir das fertig. Jetzt haben wir den Test. Hier können wir jetzt auf die Kampfwerte gehen. Ich platziere mal um. So, das passt auch. So, also, jetzt haben wir hier die Dolche und alle möglichen Werte. Jetzt haben wir ja bei Dolch richtig was reingepumpt. Jetzt wollen wir natürlich da schön was haben. Wollen wir ein schönes Ergebnis. Jetzt können wir hier sagen, ja. Und jetzt haben wir diese 12-12. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt vorhin noch diese 6-5. Dann hätten wir hier 6 und 5 stehen. Jeweils immer bei AT dann 6 und dann 5 bei PA, das wird doch nichts. Was will man denn da machen, ne? So haben wir halt jetzt den Vorteil, jetzt können wir hier halt detaillierter und besser umgehen. Jetzt haben wir einen OP-eren Charakter, könnte man sagen. Ist halt um einiges vorderhaft am Ende. Da ist halt jetzt der Punkt, jetzt haben wir den Magier, das heißt natürlich jetzt irgendwo schlecht für unser Vorhaben. Deswegen speichern wir das erstmal ab. So. Und jetzt machen wir einen neuen Charakter. So. So. Dann machen wir jetzt weiter. Jetzt machen wir es normal, das Ganze. Machen wir es ein bisschen schneller. Und jetzt wählen wir günstig. Jetzt gehen wir auf günstig. So, was nehmen wir hier? Ständischer Adel. Ist doch egal eigentlich. So. Jetzt wählen wir hier was Günstiges, was aber unsere Richtung entspricht. Wir wollen ja zum Beispiel jetzt Kampf gehen. Deswegen gehen wir zum Beispiel auf Söldner oder Fußkämpfer in der Richtung. So. Sehen wir hier. Ist vielleicht nichts. Tja, was machen wir dann? Wählen wir was anderes. Wir haben noch eine große Auswahl hier natürlich. Und können hier detailliert auswählen. Wir sagen jetzt, ja, das ist jetzt nichts, möchte ich lieber Ritter. Dann kann man jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich nehme den Knappen oder den Knappe mit des traditionellen Ritters. Ist ja eigentlich noch relativ irrelevant, geht halt darum Tradition, es gibt ein paar Bonusse. Der Traditionelle hat ein paar Vorteile. So, jetzt gehen wir auf Weiter. Jetzt lassen wir uns einen Namen auswürfeln und jetzt können wir hier auswählen, je nachdem was wir halt wollen dann. Nehmen wir mal Gambeson, der ist meistens im Benutz. Der Gambeson ist auch das günstigste Modell, was man da bekommen kann dann. So, jetzt als Ritter, als Knappe, der Armbrust vielleicht nicht schlecht, sagen wir. Dann nehmen wir die Armbrust. Vielleicht eine weitere Sprache, dann vielleicht Zwergisch. Jetzt haben wir nochmal einen Punkt, Ackerbau oder Hauswirtschaft und so weiter. Wählen wir jetzt mal Ackerbau.
Jetzt haben wir nochmal einen Punkt, entweder Schwerter oder Fechtwaffen. Natürlich als Knappe geht man auf Schwerter. Wir gehen jetzt einfach mal auf Fechtwaffen. So. Jetzt haben wir hier nochmal eine große Auswahl, weil wir sind ja traditioneller Knappe. Wir haben nochmal ein paar Bonus jetzt bei der Auswahl hier. Das heißt, wir sagen jetzt, ja, ich möchte jetzt zum Beispiel bei Schwerter, möchte ich jetzt 6 Punkte drauf packen. Und die 3 Punkte, die packe ich auf anderthalb Länder. Haben wir schon mal ganz schön was dahinter. Jetzt sagen wir, ja, wir haben jetzt die Armbrustwert, aber ich möchte vielleicht nur den Bogenwert. Komm, machen wir noch den Bogenwert. Jetzt haben wir wieder 3 Punkte. Staatskunst, Tierkunde, Ackerbau, Wirtschaftswirtschaft. Was nehmen wir? Ist ganz die Wahl, wie man es nimmt. Staatskunst. So, jetzt setzen wir fort. Also, jetzt können wir hier die Werte steigern. Das bringt natürlich jetzt den Vorteil, das sehen wir jetzt hier auch schon bei AT und PA, Grundwert. Wie sich das bewegt nach oben. Gucken wir jetzt wieder. So, haben wir 8 und 7. Schon mal wieder besser. Jetzt nagen wir natürlich auch noch ein paar Vorteile. So, jetzt brauchen wir aber den Vorteil adlig, zum Beispiel, weil wir sind Ritter. Jetzt haben wir wieder ein neues Thema. Zeit wieder die Wahl. Setzen wir ein bisschen runter. Oder wir setzen es hoch. Aber ändern das woanders jetzt. Nämlich, dass wir uns wieder Nachteile hinzufügen als Ausgleich. Deswegen machen wir mal, ja, wir nehmen jetzt den Autoritätsgläubig. Relativ typisch eigentlich für Ritter. Erstmal der Autorität eher glaubt. So, im Prinzip mit Treue passt auch. Was nehmen wir noch? Vielleicht Einbildung und so weiter. Ist am Ende dann eigentlich unsere Wahl. Was wir genau wählen, müssen wir halt schauen. So. Jetzt kommen wir zu den Sonderfertigkeiten weitergehen. Jetzt haben wir hier die Sonderfertigkeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel den Wuchtschlag. Eine recht OP Waffe eigentlich. Und den Reiterkampf und Linkshand. Dafür werde ich nochmal was zeigen, dann später irgendwann, also bei einem neuen Video dann, wie das dann jetzt relevant wird. Wie kann man diese dann einsetzen und welche Relevanz haben diese? Es kommt dann auch bald. Aber, jetzt gehen wir weiter. Talente. Ja, jetzt haben wir es recht vorderhaft. Wir haben hier ziemlich gute Verteilung. Jetzt pumpen wir aber mal Schwert hoch. Absolut nur das Schwert auch pushen mal. Einfach nur aus Testgründen. So. Und verteilen halt dann unsere Punkte. Wichtig ist halt, wenn man auf Kampf geht, einen Wert zu fokussieren, aber zugleich auch zu bedenken, diesen großen Vorteil da oben, nämlich den hier. Darauf basiert nämlich das ganze System dann da unten. Damit werden die Lebenspunkte und die Ausdauer entschieden. Und nicht nur das, sondern auch dieser Attackewert und Paradewert. Was dahinter auch noch steht, ist natürlich der Fernkampfbasiswert und der Initiativewert. Und die Magieresistenz. Das alles geht von diesen paar Werten aus. Deswegen ist das sehr relevant. Die Magieresistenz zum Beispiel ist eigentlich nur nötig, wenn man halt gegen Magier kämpft. Muss also nicht. Aber Initiativewert. Beim Würfeln denn, wenn es um eine Kampfsituation geht, wird auf der Initiative gewürfelt. Der, was schneller ist, sozusagen, greift zuerst an. Hat man einen hohen Initiativewert, hat man eine hohe Chance, einen hohen Wert zu würfeln und damit als erster dran zu kommen im Kampf. Es hat schon mal Vorteile, wenn man der Erste ist, der zuschlägt. Denn der Erste, der zuschlägt, ist meistens der, was gewinnt. Und das ist traurigerweise sehr entscheidend im Kampf. Deswegen gehen wir jetzt wieder weiter. So, jetzt haben wir noch einen Punkt übrig. Was machen wir da? Ja, komm, wir nehmen noch irgendeine Sprache. Mal füchsisch. Das kann vielleicht was bringen, weiß man nicht. Ist eigentlich alles immer Frage des Ziels. Das muss dann immer mit dem Game Master abgesprochen werden. Der Game Master, übrigens zur Information, muss das ganze System hier auswendig kennen. Und auch darüber bewusst sein, was ist hier drin, was kann man machen und was bringt was. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, was ganz wenig Game Master wissen, ist das mit den Eigenschaften. Was diese ausmachen, allgemein. Alleine den Attack- und PA-Wert, Grundwert, also die Grundwert davon. Ist wirklich besonders.
Es ist wirklich enormste Entscheidung hier. Hier muss man genauestens darauf achten, was man wählt. Weil das kann das ganze Spiel einen Vorteil wie aber auch einen Nachteil bringen. Wenn man halt schlecht einstellt, wenn man alles runterstellt, hat man halt Nachteile. Wenn man es hochstellt, hat man große Vorteile, die einem noch was bringen können. Denn man würfelt immer. Das ist immer das Thema dahinter. Bei den Talenten würfelt man drei Würfe. Und diese drei Würfe sind immer drei Eigenschaften. Das heißt, ihr würfelt mit drei Eigenschaften. Das ist deswegen noch OP daran. Wenn eure Eigenschaftswerte hoch sind, was soll ich da noch aufhalten, ne? Weil ihr müsstet ja immer was drunter würfeln. Wenn irgendwas drunter gewürfelt, wenn, also ihr müsst was höher würfeln, was über diese Wert dann ist, die ihr hier habt. Also ihr habt zum Beispiel den Wert 12, ihr würfelt mit einem D20er. Tja, ne? Bin jetzt drunter leider. Unter der 12. Aber wenn ihr drüber über der 12 seid, zum Beispiel habt ihr jetzt die 13, dann gehen die Talentpunkte erst. Denn diese Talentpunkte sind Ausgleichswertpunkte. Das heißt, diese gleichen dann diese Werte aus. Also zum Beispiel habt ihr jetzt hier zum Beispiel 10 Punkte, ja. Das heißt jetzt, ja, das sind dann nur noch 9, die ihr zur Verfügung habt, weil ihr hier jetzt bei Eigenschaft, zum Beispiel beim Mut, habt ihr jetzt gewürfelt und seid ihr habt jetzt eine 15 gewürfelt. Habt ihr einen Ausgleichspunkt abgegeben, habt jetzt nur noch 9. Jetzt müsst ihr noch zwei andere Werte auswürfeln. Das wird alles natürlich mit dem Roll-System jetzt von Roll20 dann gemacht. Halt als eine Möglichkeit oder man macht es halt in Realität halt. Wenn man halt mal würfelt, ist so das System. Die Werte stehen auch dann nochmal dahinter dann später. Das werde ich euch dann gleich nochmal zeigen, auf welche Werte man dann würfelt. Aber deswegen, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, gehen wir jetzt weiter und beenden den ganzen Charakter. So. Jetzt sind wir hier direkt schon bei den Kampfwerten. Ihr wisst schon, was auf euch zukommt. Einstellen, verwalten. Jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil. Wir haben jetzt eine Menge Punkte. Wir haben den großen Vorteil auch im Kampf jetzt. Mit einer AT-Wert von 9 sind wir auf jeden Fall besser dran als jetzt irgend so ein anderer, der sich dachte, ja, ich kann hier mit sonst welchen guten Vorteilen und so weiter gewinnen. Nee, nee, nee. Mit Vorteilen gewinnt man leider nicht in diesem Spiel, weil die Grundwerte sind der Grundbaustein. Grundwerte heißen ja nicht ohne Grund. Es ist der Grundbaustein des Umgangs im Kampf und auch so weiter. Vor eigentlich des ganzen Lebens, auch in Realität. So, jetzt haben wir hier die 13 Punkte, jetzt können wir natürlich richtig reinpowern. Jetzt haben wir 14, 14. Wir sind sozusagen ja schon fast eine unaufhaltbare Maschine im Vergleich zu so manch anderen, ne? So, und das speichern wir jetzt ab. So. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich meinte. Jetzt haben wir nämlich hier zum Beispiel den Druckforscher. Das dann, wenn man es jetzt in Realität spielt, ist das sehr relevant. Druckt man das ja aus. Hier steht dann auch immer, hier, KL, KLIN und so weiter. Steht ja jetzt immer dahinter, was muss man würfeln? Je nachdem halt, welcher Wert. Steht hier dann immer dabei, auf diese würfelt ihr dann. Und das sind dann zum Beispiel KL und so weiter, ja, meine Eigenschaften hier. Klugheit, Intuition und so weiter. Deswegen ist das ja ziemlich wichtig dahinter, dass man halt Ausgleichspunkte hat. Also es sind eigentlich an sich immer Ausgleichspunkte. Aber am wichtigsten ist immer dahinter eine gute Eigenschaftswertangabe zu haben. Hat man gute Eigenschaften, kann man nämlich eigentlich fast jeden Wurf gewinnen. Vor allem entscheiden diese dann auch im Kampfe. Aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Das müsst dann euer Game Master euch erklären direkt im Gefecht, ne? Im Eifer des Gefechts, was kann ich jetzt machen, um mich zu retten, nochmal mit Agilität oder anderen, ne? Oder halt zum Beispiel, man würfelt jetzt auf Gewandtheit, um jetzt auszuweichen. Das ist auch so ein Thema. Ausweichen läuft über den Gewandtheitswert. Deswegen. Und über den Initiativewert zugleich. Es sind zwei Werte, die darüber entscheiden und diese entscheiden sich alle anhand der Eigenschaften. Das ist bewegend eigentlich, wenn man bedenkt. Man muss eigentlich die Eigenschaften viel mehr wert sehen. Sie zu steigern ist natürlich auch eine Sache, was man machen kann. Aber immer deine Bedenken, sie sind teuer. Sie zu steigern hat auch einen Grund, warum die so teuer sind, weil sie halt ein allgemeiner Vorteil sind. Weil das halt wirklich, das ist genauso wie als wenn jede Fertigkeit, die diesen Wert betrifft, zum Beispiel Klugheit, es betrifft sehr viele eigentlich der Werte, dann hat man da schon mal
Sozusagen könnte man sagen, man kauft sich jedes einzelne als ein Punkt drauf. Weil das halt ziemlich teuer ist. Aber es ist sehr wichtig. Es entscheidet halt über das ganze Spiel. Und es kann einen mal retten in einer gefährlichen Situation. Vor allem, wenn man dann mal würfeln muss auf einen Wert, den man nicht besitzt. Weil man würfelt dann auf die Eigenschaften. Und das ist immer so ein Thema. Immer die Eigenschaften. Immer die Eigenschaften. Gut, das war's dann auch. Bedenkt immer die Eigenschaften halt zu halt an sich viel mehr wertzuschätzen und auch mehr zu powern, denn diese entscheiden halt wortwörtlich über das ganze Spiel. Und deswegen sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bei vielleicht einem weiteren Tutorial oder bei einer weiteren Folge. Wir werden es sehen. Aber dann erstmal ciao.